Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nostalgie Reaction. Heute schauen wir uns die zweite Runde von SpongeBob an. Und ich fange direkt mal mit einer kleinen Theorie an. Ich habe das Gefühl, dass SpongeBob und Green schon vorher irgendwie dicke miteinander waren. Ich vermute, das liegt daran, dass beide schon relativ etablierte Künstler zu der Zeit waren, außerhalb von Battle Rap. Das würde für mich zumindest erklären, warum SpongeBob nicht ganz so brutal gegenüber Green geworden ist und die beiden bis heute sogar noch Songs gemeinsam gemacht haben. Falls ich heute ein bisschen ruhiger wirke, es tut mir leid, ich glaube, ich werde wieder ein bisschen krank. Hoffen wir einfach mal das Beste. Vielen Dank an die ganzen Kanalmitglieder. Dank euch bleibt der Kanal weiterhin werbefrei. Dann würde ich sagen, check gerne mein Instagram aus. Ich halte meine Fresse und wir gehen jetzt sofort rein. Let's go. Lol, das Intro hat Bibernator gemacht. Das habe ich noch nie gesehen. Achtet mal hier unten. Bibernator. Okay, ich dachte Bibernator. Ich dachte, der Typ, der CSGO Case Openings macht bis zum Tod. Alter. Das Camp habe ich auch noch nie gelesen. Was zur Hölle steht denn da? Kamanda. Kamanda? Akamanda? Ich weiß es nicht. Hey, yo, Green, du Schwanzlutscher! Digga, diese Stimme. Die Stimme ist so krank. SpongeBob, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, wir spliffen die Plans. Hey! Kann sein, dass ich gleich Kampfshirt schieße. Deine Schwester knallt doch krasser als mein Plan vom Weed. Yo, der Drug-Ticker-Schwamm. Ich schieß dich Haschkiffer an. Wichs dir den Kampfshirt in die Fresse, Green, und kratz mich am Schwanz. Ah ja, oh mein Gott, das ist die Runde. Ich kann mich, wie gesagt, an keine Runde mehr wirklich richtig gut erinnern. Aber das ist die Runde, wo er, glaube ich, sehr oft sehr sus rappt. Du bist kein Rapper, nur ein singender kleiner Hippie. Spast du nur eine Runde weiter, weil Winnen sich in die Windel kackt. Mobilisier doch mal deine Kollegin, damit sie dir bei deinen Punches helfen. Ah. Aber sie werden erkennen, ich bleibe der Rapper, der Schwamm ohne Angriffsfläche. Oder du schaltest den Kinderkanal ein und gibst dir die Folge in den Marathon. Reibst dir dann irgendeine billige Bullshit zusammen, doch kannst damit leider den Schwamm nicht treffen. Das ist der Grund, warum du das Battle verkackst. Digga, das ist, ey, no joke, dieser Flow in der Hook und jetzt noch dieser Flow im Double Time. Alter Schwede, ey, das ist so geil. Es hat so einen chilligen Vibe durch das Instrumental. Ne, das Instrumental zieht sich so ein bisschen durch die Streichinstrumente darin. Sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Beziehungsweise Synths sind es, glaube ich. Kackst, ich bin ein G, keine Serie. Du verwechselst da was. Du Mädchen, ich hoffe, du erstickst an deinem Fotzenschleim, du Schlampe. Denn du bringst dich bei einem vernünftigen Doppelreim zustande. Ich weiß noch, als ich in der 8. oder 9. Klasse war und diese Line gehört habe, ich fand die so eklig, wirklich so Fotzenschleim. Also damals hat man das Wort Fotze noch nicht wirklich benutzt, so wie heute. Es ist immer noch ein sehr ekliges Wort, finde ich. Ich benutze es sehr, sehr ungern, weil es einfach wirklich eklig ist. Und das ist schon... Sogar Patrick haut dich Kaukwaffe raus aus dem Julians Block Battle. Hallo SpongeBob, ich hab Bock auf Fushing. Ich hab nie verstanden, warum dieser Affe gezeigt wird. Soll der dafür stehen, dass Patrick Bang sehr stark ist und Affen sind verfickt stark? Also Real Talk, keiner von uns hätte eine Chance, wenn da so ein Schimpanse richtig mad auf uns wird. Ich weiß es nicht. Lasst mich gerne mal eure Vermutung in den Kommentaren wissen. Okay. Es ist der G, der auf dem Bastardfrosch schießt. Du bist kein Battle Rapper, nur ein billiger Abklatsch von C. Ich bin Patrick Bang, er ist nur ein Aktivist von Greenpeace. Wieso? Alter, was sind... Oh, heilige Scheiße. Schatz, bist du's? Holy fuck. Digga, das ist ja... Digga, der hat drei Pimmel. Ich dick an den Spaß, die Kiffer Greenpeace. Du gehst mir am Arsch vorbei wie dieses San Diego-Spektakel. Dein Gesang ist schiefer als die Nase von Tadeus Tentakel. Digga. Ich fand dich auf der Spitze von dem Eisbergsalat und dann mach dich aus dem Eisbergsalat. Die Line habe ich nie verstanden. Noch nie. Bitte, bitte erklärt sie mir in den Kommentaren. Ich raff sie nicht. Und warum zum Fick werden die ganze Zeit Affen gezeigt, wenn Patrick Bang singt? Wieso bist du im Turnier, obwohl du es nicht verdient hast, du Wichser? Das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, Green ist der Riddler. Und wer hatte die Idee, dass es cool kommt, dass SpongeBob auf einem Rasenmähertraktor fährt? Bro, was zum Fick? Eisbergsalat und dann mach dich aus ihm Eisbergsalat. Wieso bist du im Turnier, obwohl du es nicht verdient hast, du Wichser? Digga... Wieso? Wichser, das ist mir ein Rätsel, ich glaub Green ist der Riddler. SpongeBob, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, wir spliffen die Plans. Hey. Kann sein, dass ich gleich Kampfshirt schieße. Deine Schwester knallt noch krasser als mein Plankton-Weed. Das ist auch so eine geile Line. Deine Schwester knallt noch krasser als mein Plankton-Weed. Ey. SpongeBob, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, wir spliffen die Plans. Hey. Kann sein, dass ich gleich Kampfshirt schieße. Deine Schwester klingt noch krasser als mein Plankton-Weed. Ich hab nicht mal Bock, dich in dem Cut-Battle zu dissen. Sind das Plankton-Weed, dann lass uns lieber abhängen und kiffen. Genau, das ist das, was ich im Intro meinte. Dass die beiden einfach ein bisschen chilliger waren, weil die wahrscheinlich schon beide etabliert waren. Ich habe sowieso das Gefühl, dass SpongeBob gegen die Leute, die schon etabliert waren in der Musikszene, außerhalb von Battle Rap, ein bisschen chilliger gemacht hat.
Yo, wenn ich wollte, könnte ich dich abstechen lassen. Doch ich chill mein Leben, Kumpel, lass uns Haschplätzchen backen. Ganz kurze Real-Life-Story, die muss unbedingt raus. Ich war mit einem Kumpel feiern in einem Club und irgendwann saßen wir draußen, das war so 4 Uhr nachts oder sowas. Dann kam da irgend so ein Typ zu uns und erzählt dann die ganze Zeit, ja, eigentlich bin ich voll der entspannte Typ, aber wenn mich jemand dumm anmacht, dann fetze ich mich auch mit denen. Ich so, okay. Also wir saßen legit nur da, haben uns zu zweit unterhalten, leise. Also der hatte keinen Grund, sich irgendwie vorzustellen oder so. Und dann meinte er so, ja, eigentlich schlage ich mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also wenn jemand Stress möchte, dann steche ich die direkt ab. Ich habe mein Messer auch wieder heute dabei. Hey, Bro, also solange wir cool sind, ist alles gut, oder? Ja, ja, ihr seid korrekt, Jungs, alles gut. Aber ich meine nur, sonst, ich prüge mich nie. Ich würde das niemals tun. Ich steche direkt ab. Bro, what the fuck? Das war sehr, sehr creepy. Der chillige Schwamm, ich bin für den Blunt. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, warte. Mein Leben, Kumpel, lass uns Haschplätzchen backen. Der chillige Schwamm, ich bin für den Blunt. Zieh und ich kille dich, kiff in den Park. Mit deiner Pump, mix in den Pimmel und gib mir die billige Skinny mit Schwanz. Alter. Leute wie dich häng ich an den Zaun an ihren Unterhöschen. Nimm mir dein Butterbrötchen samt Tupperdöschen, du Muttersöhnchen. Bro, dieser Flow. Warte, einmal noch. Mein Leben, Kumpel, lass uns Haschplätzchen backen. Der chillige Schwamm, ich bin für den Blunt. Zieh und ich kille dich, kiff in den Park. Mit deiner Pump, mix in den Pimmel und gib mir die billige Skinny mit Schwanz. Ist das krank? Das ist so krank. Wie kann man solche Texte schreiben? Leute wie dich häng ich an den Zaun an ihren Unterhöschen. Nimm mir dein Butterbrötchen, sag Tupperdöschen, du Muttersöhnchen. Ey, yo, Green, ich will dich gar nicht mal so hart dissen. Du bist so süß, ich würd dich lieber in den Arsch ficken. Anstatt echte Gegner... Ey, yo. Yo. What the fuck? Also ich bin ehrlich, die Line habe ich auch noch nie gerafft, warum er das sagt. Da muss ich Tantra-Fotzen betteln, die sich gegenseitig an die Schwänze Rasterlocken flechten. Der Öko-Hippie-Biospasti Green will den Wald retten. Ich kann ihm mit nem Deep-Throat den Hals brechen. Gangsterschwamm, ich wurde bisher noch nicht eingelocht. Doch das ändert sich, denn Green, die schwuchtelt sich bei den Kopf. Ich zerlege den Rap, obwohl ich halbherzig antrete, so wie deine Schwester damals bei DSDS. Stimmt, Greens Schwester war ja bei DSDS, Alter, das war ja crazy. Ich glaube, die ist nicht in das, ist die weitergekommen? Ich glaube nicht, dass die dieses Papier bekommen hat. Ich hatte Sex mit dieser Bitch, sie hat sich mehr versprochen. Das war nur One-Night-Stand, ich glaube, das hat ihr Herz gebrochen. Schwamm-Connection-Crew-Member, Pussy, wir sind Schuhbänger. Mach nicht auf Hulk, denn du bist allerhöchstens Bruce Banner. Unrealistisch, dass du die Runde gewinnst, denn bist du sauer, fängst du an wie ein sie zu singen. Green ist nun ein Opfer, du willst Green treffen mit dem... Alter, wie der damals aussah. Ey, no joke, der erinnert mich an Homie von mir, der auch unfassbar viel gekifft hat. Oder vielleicht immer noch kifft. Digga, no joke, holy fuck. Shoutouts gehen raus an Tim, Alter. Sehr, sehr korrekter Typ, auch wenn wir absolut keinen Kontakt mehr haben. Schwanz im Mund, finde ich spitze, weitermachen. Schwanzlutscher! Digga, so dreckig, Alter. Ich liebe es, wenn die Instrumentals weg sind und man hört nur SpongeBob-Stimme. Man hört, wie sauber das abgemischt ist. Ist so genial gemacht, ey. No joke. Boss, der Hammer. Mafia, wir spliffen die Glanz. Kann sein, dass ich gleich Kampfschutz schieße. Deine Schwester knallt halt noch krasser als mein Plankton-Weed. SpongeBob, der chillige Schwamm. Ja, die Hook ist auch so gut gemacht, ey. No joke. Ich habe das Gefühl, der hat so ein bisschen den Flow von Mako. Weißt du, dieses so ein bisschen hinterher singen, so ein bisschen hinter dem Beat, aber es passt trotzdem, es ist irgendwie sehr Mako-mäßig, die Hook. Die Bottom-Mafia, wir spliffen die Plans. Kann sein, dass ich gleich Kampfschutz schieße. Deine Schwester klappt noch krasser als mein Plan vom Weed. Digga, dieser Tanz ist auch so krass. Ey, stellt euch mal bitte diesen Tanz vor, ohne Maske. Und dann steht da einfach San Diego, wie er den hier macht. Das ist crazy. Alter. Ja, geisteskrank. Ja, und jetzt beginnt, glaube ich, die Runde gegen Winnen, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist die Runde gegen Winnen. Die werden wir uns in der nächsten Folge Nostalgie Reactions angucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war so eine Bonusfolge, weil Winnen nicht angetreten ist. Also ich habe jetzt, nachdem ich die Folge jetzt nochmal gehört habe, immer noch sehr stark das Gefühl, dass SpongeBob sich sehr stark zurückgehalten hat. Teilt ihr das gleiche Gefühl? Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Schaut gerne bei meinem Gaming-Kanal vorbei und aktiviert die Glocke bei dem Kanal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken einer weiteren Folge Nostalgie Reactions. Jeden Mittwoch um 16 Uhr. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Der chillige Schwamm, ich bin für den Plan. Zieh und ich kille dich, kiff in den Punk. Mit deiner Pump, mix in den Pimmel und gib mir die billige Skinny mit Schwanz. Leute wie dich häng ich